Hallo, liebe Freunde der Euromodel Expo. Ich habe gestern ja geteasert mit Top Secret. Und Top Secret habt ihr heute auch im Startbildschirm gesehen, des jetzigen Kommentars oder Kommentarvideos von mir. Worum soll es heute gehen? Zunächst einmal muss ich ganz kurz. Ich kann nicht mehr auf Sendung gehen. Ich muss mal wieder nachladen. Na, ihr seht, ne, jedes Gimmick will auch gepflegt werden. Aber was ich trotzdem pflege, ein Schluck Cola. Mit dem proste ich euch erstmal zu. Ich wünsche euch ein entspanntes Wochenende, jetzt schon mal an dieser Stelle. Aber keine Sorge, noch nicht auflegen oder noch nicht abbrechen. Es geht noch ein bisschen weiter. Zwei Hauptthemen habe ich heute. Ein etwas längeres und ein recht kurzes. Aber auch sehr nett. Das kommt aber zum Schluss. Müsst ein paar Minuten durchhalten. Dauert aber gar nicht so lange heute. Mir ist auf der Spielwarenmesse in Nürnberg, zu der es ja auch einen großen Bericht im Messemagazin der Euromodel Expo geben wird, eins wieder verstärkt aufgefallen. Das ist keine Entwicklung, die in diesem Jahr erst begonnen hat, aber ich will es euch mal ganz kurz zeigen. Man kann es hier auch sehen. Das ist jetzt zufälligerweise ein neuer Prospekt von Italieri. Und worum es mir geht, ist das hier. Ihr seht's, Top Secret. Also ich kann jetzt dem entnehmen, da gibt es eine Produktnummer 1425, offensichtlich Maßstab 72 aus der Umgebung, in der er sich befindet, kann ich mutmaßen, es wird sich um einen Jet handeln. Oder auf der übernächsten Seite findet sich was ganz Ähnliches mit der Produktnummer 6569 im Maßstab 1 zu 35 und so weiter und so fort. Also bitte jetzt auch das nicht auf die Firma Italieri schieben. Das war jetzt wirklich nur, weil es jetzt besonders leicht zu handeln war und sehr gut hier in der Kamera zu zeigen. Ein paar Gedanken dazu. Also ich bringe jetzt einen Katalog raus und das hier war jetzt noch ein ganz harmloses Exemplar. Es gibt auch Kataloge, in denen, sagen wir mal, ja, nicht ganze Seiten, doch, ich meine, ich hätte sogar auch gesehen, eine ganze Seite, wo wirklich nur steht, Secret Item oder Surprise, na, Surprise nicht, aber Secret Item oder Top Secret oder so. Da frage ich mich natürlich schon, wo ist der Informationsgehalt? Okay, der Informationsgehalt mag darin liegen, dass man zeigt, Leute, wir sind zwar hier auf einer Neuheitenshow, wir sind aber irgendwie noch nicht fertig geworden, aber da kommt noch was. Und das muss man ja irgendwie visualisieren. Weil wenn du nur in so eine Zeile reinschreibst zwischen lauter Bildern, ja, da kommen aber noch mehrere Neuheiten in diesem Jahr, das kann ich nachvollziehen. Das ist sicherlich auch ein Grund dafür. Und ich mach den Herstellern noch gar keinen Vorwurf draus, also dass sie sowas tun, zu diesem Mittel greifen. Schließlich ist es auch ihr sauer verdientes Geld, was sie in Druckkosten investieren, mit einer Nullinformation. Also quasi eine Leerstelle ausgedruckt. Warum macht man das von Seiten der Hersteller? Und also die Erklärung, die ich habe auch rumgefragt, die Erklärung, die ich meine verstanden zu haben, ist, dass man ja einfach fürchtet, dass andere, wenn du dort ein Projekt ankündigst und womöglich in Verzug gerätst, was man offensichtlich ja nie immer ganz ausschließen kann, dass andere womöglich einfach nur, weil so mit der schieren Ankündigung schon sagen, okay, kriegen wir schneller hin, bringen wir auf den Markt, machen den Markt für den anderen kaputt. Klingt ja erstmal plausibel. Sowas würde ja ein solches Handeln erklären. Ist jetzt die Frage, hat es das gegeben? Und ich glaube, ja, das hat es auch schon gegeben. Ich habe auch noch ein interessantes Interview mit dem Michael Ballweg noch dazu. Das wird auch in den nächsten Wochen kommen. Ich muss das halt eben auch, ich weiß noch nicht genau, wann ich es genau reinschneiden kann, aber ich werde es nochmal bringen. Da geht es auch um so eine Sache. Er ist ja Kleinserienhersteller im Resinbereich unterwegs, dass, wenn du Arbeit in ein Modell reinsteckst, Wochen, Monate, womöglich jahrelange Arbeit, Recherche und Formenbau, Plastikhersteller kündigt das an. In dem Moment ist sozusagen dein Resinteil tot. Dann ist die Arbeit für die Katz gewesen.
Also, dass so jemand hingeht und jetzt nicht in einem Katalog anderthalb Jahre oder zwei Jahre, bevor er wirklich sicher sein kann, das kann ich jetzt auf den Markt bringen, sowas ankündigt, ist klar, ne? Das erklärt sich von selbst. Aber eben, wie gesagt, auch bei großen Firmen oder bei eben in diesem Bereich doch auch sehr etablierten Firmen scheint die Angst sehr groß zu sein, dass andere letztendlich, ich will ja jetzt auch gar keine potenziellen Schuldigen nennen oder üblichen Verdächtigen, wenn einer der Meinung ist, er hat da welche dazu im Kopf, dann werden es schon die richtigen sein. Ich beteilige mich da jetzt gar nicht dran. Mir geht es jetzt einfach nur eben auch um die Tatsache, dass sowas auch dazu führt, dass ich mich jetzt als Kunde, ja, ich komme mir schon ein bisschen komisch vor, wenn ich sowas eben sehe, immer Secret Item oder ist noch geheim und kündigen wir noch nicht an. Ich finde, das ist so ein bisschen, also mich stört das ein bisschen, obwohl ich genau verstehe, warum man es macht. Nur ist dann die Frage, bei dieser Art Nullinformation, was soll ich jetzt Geld aufsparen auf die vage Freude hin? Da kommt noch was von denen, da brauche ich noch trockenes Pulver. Also bei einem Kunden, also bei einer, wie gesagt, an einen Kunden gerichteten Infobroschüre wie das hier, also so ein Leaflet, was ja jetzt eben ne, die Preview für das Jahr 2019 ist. Ja, Preview ist hier, wenn ich so Punkte habe wie Secret Item, ist gar nichts Preview. Das ist, ich weiß nicht, ja, schwarzer Vorhang. Ne? Also, ich finde, sowas gehört dann in meinen Augen, das braucht man dann nicht. Ne? Und es ist tatsächlich eben, und deshalb eben auch nochmal ganz kurz sagen, ne, es geht mir hier nicht um Italeria als solches, war jetzt wirklich nur wegen des Prospekts, den ich aus Nürnberg mitgebracht habe, nochmal sehr interessant. Aber das in anderen Katalogen auch reihenweise sowas, nicht? Also das sind andere Hersteller, die das genauso machen und teilweise sogar noch extremer. Ja, ist auch mal ein ganz interessanter Aspekt, ne? Dass man sucht zwar eine Kommunikation zum Kunden, um ihm dann teilweise, aber um sich trotzdem dann nicht komisch dabei vorzukommen, dem Kunden zu sagen, ja, komm, was sag ich dir aber nicht. Und ich habe es gerade versucht zu erklären, ich glaube, es ist tatsächlich so, das ist gar nicht an den Kunden so in erster Linie gewandt, ich sag dir das aber nicht, dem würde man es vielleicht sogar gerne sagen, aber aus der Angst, dass man es womöglich der potenziellen Konkurrenz, dem Mitbewerber verrät und der womöglich das Geschäft dann, weil er womöglich manpowermäßig oder maschinenmäßig besser ausgestattet ist oder schneller auf dem Markt sein kann, andere Produktionszyklen hat, dass man es aus dem Grunde dann nicht sagt. Oder, weiß natürlich auch, vielleicht sagt man damit ja auch, weil man kündigt ja andere Sachen auch an. Ne? Es werden ja auch andere neue, echte Neuheiten werden ja auch angekündigt. Höchstwahrscheinlich sind die dann schon so kurz, so sicher im Zulauf, dass man da sicher garantieren kann, okay, da wissen wir, das kommt im April, im Juni, Juli. Ja, dann frage ich mich natürlich bei dem anderen, heißt das denn jetzt, ihr setzt da jetzt was rein, mit so einer, ihr seid euch auch nicht wirklich sicher, wann ihr es denn bringen könnt. Und dann könnte ja die Konkurrenz womöglich schneller sein als wir, aber auch dann ist es ja noch sinnentleerter eigentlich, ne? Wenn ich dem Kunden gegenüber zumindest in der Kommunikation, ne? Ich weiß nicht sicher, wann ich es bringe, ich möchte schon sagen, ich bringe da noch was, wie gesagt, bringt nicht, ich finde es verschwendeter Platz in so einer Broschüre und ehrlich, also so eine überraschende Neuheit, die spricht sich ja so oder so rum, aufgrund dieses Platzhalters, wo Top Secret draufsteht. Also das macht heute auch keinen mehr heiß. Also da sitzen wir jetzt, glaube ich, nicht alle irgendwie gespannt hinterm Ofen und sagen, oh, was wird denn da jetzt wohl kommen, was wird da jetzt wohl kommen? Also da würde ich so anstelle der Hersteller einfach mal drüber nachdenken, ist das jetzt wirklich nötig? Braucht es sowas? Vielleicht braucht man es. Um eben, ne, glaubt man tatsächlich, sich damit noch etwas interessanter zu halten und zu zeigen, ja, kommt ja noch was, um die Leute etwas, seine eigenen Kunden und Fans ruhig zu stellen. Ich glaube, das ist ein bisschen verfehlt in der Wirkung und klar, ne, die Angst vor dem Mitbewerber, dass die höchstwahrscheinlich da mitspielt, ist traurig, wenn es so ist. Dann bringt es aber auch in der Kommunikation zum Kunden hin, also in einem Magazin oder in so einem Leaflet, das für den Kunden gedruckt ist, ja auch nichts. Gut, das war das. Wollte ich nur mal so anmerken. Ich sag mal so, es gibt zu eurem Alexa vielleicht auch noch das ein oder andere Top-Secret-Item. Da möchte ich die Tage noch mit euch drüber sprechen.
die Tage, so jetzt westfälisch, nicht? Also für jemanden aus dem hohen Norden, aus dem tiefen Süden in Deutschland, die Tage, ne? In den nächsten Tagen, wollte ich damit sagen. So, und jetzt noch das Zweite. Ihr habt lange drauf gewartet, aber ich hoffe, ich habe euch trotzdem nicht gelangweilt mit dem, was ich gesagt habe. Ja, es ist, ich zeige das jetzt mal schon an der Bauanleitung. Dankenswerterweise hat mir Modellbau König den Russian Tank Transporter mit der Matz 537 G-Zugmaschine und dann dem Semi-Trailer schon zugeschickt. Und wir haben momentan ja Panzertransporterzeiten, nicht? Gleichfalls liegt hier von Tacom der schwere amerikanische, ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mal eben schauen, der M1070, ich kann mir das nie merken, mit der D9R, mit dem D9R-Doser, dann gibt es ja hier schon auch die beiden, einmal die Zugmaschine und dann die Zugmaschine mit Pritsche, oder die schwere Maschine mit Pritsche. Ja, den Faun in 1:35 hatte ich euch schon vorgestellt. Und das ist so viel Heavy Metal, da habe ich mir gedacht, für die kommenden Packt aus, da brauche ich Unterstützung. Das kann man doch alleine gar nicht mehr stemmen. Und ich möchte euch gleich vorstellen. Ist ein bisschen scheu, ein bisschen schüchtern, gibt doch nur einen ganz kurzen Auftritt. Ich hoffe, es gefällt euch oder er gefällt euch. Er hört auf den Namen Emi. Eigentlich ist es der Eminator 6100, aber wir haben uns schon also aneinander gewöhnt und wir nennen ihn alle hier so im Hausgebrauch schon Emi. Dürft ihr also auch. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dran. Gebt ihm 40 Sekunden für seinen kurzen Auftritt. Ihr werdet ihn immer wieder sehen in nächster Zeit. So, ich glaube, morgen ist Sonntag. Da werde ich es auch mal Sonntag sein lassen. Werde euch auch die Sonntagsruhe gönnen. Vielleicht bin ich morgen schon mit einem Pakt aus am Start. Ganz sicher noch nicht. Ich lasse es euch wissen. Aber bitte, nochmal, Freunde der Eme, liken, sharen, posten, was das Zeug hält. Am Montag geht es, nein, am Montag nicht, am Dienstag geht es weiter mit Fragen zur EME und auch zur Organisation jetzt, auch nochmal zum Thema Wettbewerb. Sind viele schöne und interessante Reaktionen eingetroffen, auch per Mail. Super, danke dafür, bitte. Und ja, guckt euch das jetzt gleich mal an, nicht? Unseren EMI. Und ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Der Samstag hat auch schon ganz verheißungsvoll begonnen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Kommt gut in die neue Woche und betreibt das schönste Hobby der Welt. Ich muss es, glaube ich, nicht schon wieder sagen. Betreibt es in aller Ruhe. Ja? Genießt doch ein bisschen Zeit mit euren Lieben. Einen Schluck euch nochmal, einen kräftigen Schluck nochmal auf euch und auf ein schönes Wochenende. Cheerio, euer Berthold.